Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich dir zeigen, wie du in Photoshop ein Wallpaper erstellst. Die kannst du dann für dein Tablet benutzen oder für dein Telefon, für dein Smartphone. Du kannst aber auch für deinen Computer eine Wallpaper erstellen. Es kommt alles auf die Auflösung an. Und dass das gar nicht so schwer ist, zeige ich dir ebenfalls. Und du musst auch nicht unbedingt Photoshop benutzen. Du kannst jedes Programm nehmen, das du magst. Ich zeichne nun zunächst einmal meinen kleinen Bären und das tue ich in Procreate. Procreate ist ein Programm, das habe ich auf meinem iPad und hier kann ich so Timelapse-Videos machen. Das heißt, ich kann dir zeigen, wie ich den gezeichnet habe. Ich habe hier ein Apple Pencil und mal damit einfach in dem Programm, was immer ich möchte. Danach geht es rüber zum Photoshop-Programm oder eben Photoshop Elements oder was immer du hast, ist ganz egal. Nimm einfach dein Lieblingsbildbearbeitungsprogramm sozusagen und dann kann es auch schon losgehen. Ich erstelle nun zuerst einmal in der Auflösung, die ich benötige, ja, mein Dokument. Das heißt, ich gehe einfach zu Google und gebe da ein, zum Beispiel Bildschirmauflösung für iPad und dann geht es auch schon los. Dann erstelle ich darin ein Dokument. Das tue ich unter Datei neu oder eben wie hier File neu und gebe dann die Daten ein, die ich gefunden habe. Mach nur fest, dass es Pixel sind, ne? Also auf der rechten Seite aus dem Dropdown einfach Pixel auswählen und ich nehme auch immer als Auflösung 300 dpi, einfach weil die Qualität besser ist. Ne? Ich bin es so gewohnt, deswegen nehme ich das auch immer. Ja, und wenn das geschehen ist, dann kannst du auch schon auf Erstellen klicken, also ganz unten rechts Create und dann kann es losgehen. Ich habe jetzt hier einen schwarzen Hintergrund genommen, aber du kannst natürlich die Farbe wählen, die du möchtest, ist völlig egal. Und dann nehme ich per Drag and Drop, ja, ziehe ich einfach mit dem Move Tool, also mit dem kleinen Pfeil oben links, mein Bärchen rüber auf die Wallpaper für mein iPad in diesem Fall. Ja, und wenn dem so ist, wenn ich das jetzt so ausgerichtet habe, wie ich das haben möchte, dann geht es auch schon weiter. Dann möchte ich nämlich noch ein paar von diesen Blättern rumfliegen haben. Ne? Das Ganze soll dann ein bisschen so aussehen, als ob noch mehr davon rumfliegen. Im nächsten Schritt wählen wir das Lasso-Tool und stellen sicher, dass wir auf der Ebene sind, auf der auch unser Bärchen ist. Das siehst du rechts in der Layer-Palette. Da habe ich angewählt, das Bärchen eben. Und dann wähle ich mit dem Lasso-Tool einfach, gehe ich einmal um mein Blatt drumherum und drücke Command-C oder eben gehe oben auf Edit und dann Copy. Also bearbeiten, kopieren. Kannst du natürlich auch machen. Und dann haben wir das auch schon im Zwischenspeicher. Und mit Command V oder eben wieder unter Bearbeiten und Einfügen, also Edit und Paste hier, kannst du das nächste Blatt dann einfach einfügen und kannst es dahin positionieren, wo du das haben willst. Dafür nimmst du dann wieder dein Move-Tool ganz oben, das erste, was du da findest, und dann schiebe ich das Blatt einfach nach oben. Ich kann es natürlich jetzt drehen, kann es wieder duplizieren und dann noch ein Blatt haben. Ne? Also ich mache jetzt hier einfach erstmal Duplicate, ne? Und dann ziehe ich das nächste Blatt einfach nach links und presse Command T, damit ich das Ganze ein bisschen drehen kann. Dann sieht das schon wieder authentischer aus. Ne? Ich möchte ja verschiedene Blätter haben. Und dann wieder duplizieren und ein neues Blatt, und das kann ich auch einmal spiegeln. Da gehe ich unter Edit und also Bearbeiten und Transform, Flip horizontally, und das kannst du natürlich auch machen, und dann habe ich das einfach einmal gespiegelt, einmal gedreht hier und kann das wiederum hier ein bisschen anders aussehen lassen. Ja, das kannst du mit so vielen Blättern machen, wie du möchtest, so viele Blätter da haben, wie du magst. Du kannst aber auch noch ein anderes nehmen. Ich habe hier noch unten links ein freistehendes, ja, dann mache ich nochmal dasselbe. Ich nehme das Lasso-Tool mal drumherum und dann dupliziere ich das, oder Command V, ja, erstmal nicht duplizieren, sondern nur einfügen, und schiebe das dann wieder woanders in meinem Dokument hin.
Ja, auch das kann ich jetzt wieder duplizieren, je nachdem, wie viele Blätter ich da noch haben möchte. Mir genügt das jetzt erstmal. Mehr Blätter brauche ich jetzt gar nicht. Ja, ich zeige dir das nochmal, wie das geht. Und wenn das alles passiert ist, dann mache ich rechte Maustaste Merge Visible und speichere meine Datei mit File Save As oder Datei speichern unter und dann wählst du ein JPEG aus. Achtung, du hast jetzt keine Ebenen mehr, ja? Also es ist jetzt heruntergemerged, ja, also alles auf eine Ebene reduziert und das speichere ich jetzt erstmal ab. Das Ganze geht aber auch noch als PSD, kann man das auch noch speichern. Das ist auch gar keine so schlechte Idee, wenn man hinterher noch mal etwas ändern möchte an seinem Dokument oder vielleicht eine andere Auflösung haben möchte, dann ist das eine gute Idee, wenn man das einfach, ja, nochmal als PSD abspeichert. Und das zeige ich dir hier jetzt auch nochmal. Jetzt ist unser Bärchen davon fertig und du kannst sehen, wie das hier auf meinem iPad aussieht, beziehungsweise auf dem iPhone natürlich auch, was auch immer du benutzt dafür. Ja, wird es auch sehr schön aussehen und dann legst du es da drauf als Hintergrundbild fest und dann hast du auch schon dein Bärchen auf dem iPad oder iPhone erstellt. Ja, ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und ich würde mich freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst und vielleicht ein Abo dalässt und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, tschüss!